Wir schreiben das Jahr 2011. Die ganze Filmindustrie ist fest in Hollywood-amerikanischer Hand. Die ganze Filmindustrie? Nein. Ein paar Begeisterte beweisen, dass man auch ohne Millionenbudget Bemerkenswertes schaffen kann. Die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen und das, was einen selber bewegt, weitergeben zu können, das macht die Faszination Film aus. Die Arbeit mit der Kamera, aber in erster Linie die Arbeit mit der Umwelt, mit der Natur, mit allem, was einen beeinflusst. Und das ist schon sehr faszinierend. Man erlebt alles bewusster. Ich mache gerne Natur- und Reisefilme und das Bearbeiten, das fordert einen, da muss man kreativ sein, man muss sich mit der Technik auseinandersetzen und das ist Gehirntraining auch. Ich habe zuerst fotografiert und die Bewegung, das hat mich sehr interessiert und daher bin ich vor circa 3 Jahren zum Film umgestiegen. Ich will alles, was ich erlebt habe, im Bild und in Bewegung festhalten. Immer wieder ein Schritt weiter, viel vom Fernsehen angeschaut, ist man immer wieder ein frustriert, weil man dort auf so hohe Latten gesetzt hat natürlich wieder. Weil man bewegte Elemente festhalten kann und dann später wieder anschauen kann. Beim Filmen da, wenn man es das erste Mal gesehen hat, Maria, das ist langweilig. Und dann eigentlich erst der Schnitt und wenn die richtige Musik dazu ist und das fertige Produkt, dann fasziniert es mich eigentlich. Der Vorteil des Videoclubs ist der, dass man kritisiert wird und dadurch lernt, Filme besser zu machen. 70% sind richtig, was die Kollegen sagen und begritteln, 30% bleibe bei meiner Idee. Die Faszination ist auch, wenn man Dokumentationen macht, wenn man Filmprojekte gestaltet. Man lernt so viel Neues kennen, man muss recherchieren, man lernt sehr viele Menschen kennen und das macht einfach einen Riesenspaß. In den nächsten Wochen werden wir die besten Arbeiten des Film- und Videoclub Steiermark präsentieren. Freuen Sie sich also auf cineastische Leckerbissen hier bei Steiermark 1, wenn es heißt Kamera ab!